Can I be your superhero? Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin der Christian und wir zocken heute mal ein bisschen in Callisto Protocol rein. Und ich lasse die Einstellungen einfach irgendwie so, gehe hier natürlich überall auf die Mitte. Und dann gucken wir mal ein bisschen, was das Spiel so kann. Ich meine, das wird jetzt kein Let's Play oder sowas, das wird wie immer nur angezockt. Ich gehe von 20 Minuten, halbe Stunde aus. Schauen wir einfach mal so ein bisschen da rein. Das wird, denke ich mal, so ein bisschen Dead Space mäßig. Aber wir schauen erstmal, was die Cutscene so zu bieten hat. Control, nehmen Kurs auf Europa Station. Sagst du was oder spielst du den ganzen Tag mit diesem Scheißding? Ich wollte es sehen. Das ist unser letzter Flug, Max. Und wir haben das besprochen. Was willst du denn von mir hören? Wie wär's mit Danke? Denn nach diesem Job haben wir endgültig ausgesorgt. Das ist ja voll den Plan. So sieht's aus. Komm schon, Mann, was soll das? Hin und her, Callisto nach Europa, die ganzen Sicherheitsmaßnahmen. Es ist ein Gefängnismond, Max. Die nehmen ihre Sicherheit wichtig. Und was ist mit den Anschlägen? Wie erklärst du dir die? Die vom Autoway? Die greifen schon seit 6 Monaten Ziele im ganzen Sektor an. Haben einen gelben Alarm im Frachtraum. Ist bestimmt nicht. Wir sollten trotzdem nachsehen. Mach dir nicht so viele Sorgen, ja? Bring dich noch um. Die Steuerbord- und Backbordsensoren zeigen beide Fehlermeldungen. Geh das mal prüfen. Ich gehe ja schon. Okay, als erstes muss ich mal kurz in die Untertitel reingehen. Die würde ich nämlich ganz gerne anmachen. Hat er übernommen? Hoffe ich jetzt einfach mal. Werden wir gleich mitkriegen, damit ich den Sound ein bisschen runterstellen kann, damit sich das nicht unbedingt koppelt. Ich habe eben nochmal nachgeschaut, der Charakter hier erinnert mich so ein bisschen an den Schauspieler Josh Duhamel, den kennt man unter anderem aus Transformers oder sowas. Da musste ich so ein bisschen dran denken, dass der optisch tatsächlich ähnlich aussieht, aber also er dürfte es nicht sein, also dafür ist er denn doch ein bisschen, also es passt irgendwie nicht so richtig, auch von der Synchro und so passt das nicht so ganz. So, hä? Kann ich hier nicht runter?
Okay. Soll ich hier nicht runter? Das ist leider auch ganz schön dunkel alles. Vielleicht soll ich einfach auf der anderen Seite runtergehen. Da habe ich das gerade eben nicht so ganz gesehen, falls da irgendwas im Weg war. Hier funktioniert es jetzt. Wie gesagt, das ist leider von der Helligkeit auch ein bisschen, dunkler. So packt man die doch nicht. Mal gucken, wie es nachher auf YouTube aussehen wird. So, Callisto-Protokoll, muss ich sagen, der Anfang hat mich so ein bisschen optisch an Resident Evil erinnert und vom Sound her durch die Sirene an Silent Hill. Für das lohnt sich. Genau, die Untertitel hat er schon mal übernommen. Ja, und an sich hatte ich das Spiel nicht so wirklich auf dem Schirm. Ich habe es dann, glaube ich, bei der E3, müsste es gewesen sein, im Stream oder so, gesehen. So vom Trailer her war das eines der Spiele, was halt am besten aussah und was schon irgendwie so ein bisschen auch Bock macht. Sollte auf der anderen Seite. Denke ich mir. Aber für ein Let's Play wird das wieder alles auch viel zu groß sein und so. Und deshalb werde ich einfach mal nur ein bisschen reinzocken. Ich habe das ja leider bei Call of Duty verpasst. Das hätte ich sonst auch nochmal, oder das könnte man immer noch nachholen, ne? Also von den Spielen, die ich mir privat hole, mache ich ja ganz gerne immer nochmal zumindest ein angezockt, ne? Um alles dann zu Let's Playen ist es doch etwas viel. Ups, da geht's lang. Es gibt Probleme. Ich habe jetzt doch den Sound ein bisschen zu leise gestellt, also so ein bisschen kann man den Sound offensichtlich höher stellen. Sieht so aus. Okay. Also das Spiel wird auch sehr viel von der Atmosphäre leben. Ist klar, jetzt hier am Anfang so ein bisschen Tutorial-mäßig. Dass man die Steuerung einfach mal kennenlernt, sich durchzwängen oder sowas, musste man ja bei The Last of Us oder Uncharted auch. Das Dämpfungsfeld ist noch aktiv. Nicht mehr lange. Das ist jetzt die PlayStation 4 Pro Version im Prinzip. Na, die PlayStation 5 habe ich hier leider immer noch nicht. Das ist mir einfach immer noch ein bisschen alles zu teuer. Uns läuft die Zeit davon. Da warte ich doch ganz gerne noch ein bisschen ab. Ich habe auch gelesen, dass die PlayStation, achso, hier sprinten, dass die PlayStation 6, das war ganz witzig, so ein Artikel, die erscheint frühestens 2027 oder so. Was immer nötig ist. Komm, wir kämpfen uns da oben. Alter. Okay, am Anfang dachte ich noch so, als sie da von diesem einen Zombie angegriffen wurde, dass das alles so ein bisschen standardmäßig wirkt. Also das fand ich jetzt nicht so spektakulär. Das war so kleine, also da haben sie versucht, so einen kleinen Jumpscare da irgendwie mit reinzubringen. Aber im Endeffekt, nee, warte. Ich werde mich mal hier so ein bisschen versuchen, rüber zu... Ich weiß gar nicht, ob er das jetzt automatisch gemacht hat oder ob er das so störungstechnisch gemacht hat. Ja, er macht es ein bisschen automatisch, ne? Brauche ich gar nicht wirklich mitgehen. Ja, wie gesagt, der Anfang war noch ein bisschen lasch mit der Cutscene. Also wenn ich das jetzt zum Beispiel mal mit The Last of Us vergleiche, ne? Da war The Last of Us gerade in der ersten, also vom ersten Spiel rede ich, das war gefühlstechnisch krasser, ne, was sie da gezeigt haben. Dagegen war das eben eher so ein bisschen low. Dafür hauen sie jetzt natürlich die Action hier ordentlich rein. Ne? Also hier kann man offensichtlich, jedenfalls bilde ich mir das gerade ein, dass man so ein bisschen, okay, so ein bisschen zumindest die Steuerung beeinflussen konnte, aber irgendwie war das denn größtenteils doch sowieso eher gescriptet, ne?
Ey, dieser Ring unten rechts, ne? Das erinnert immer an den Film The Ring. Irgendwie so ein bisschen. Aber optisch sieht's echt gut aus. Ich muss es nochmal kurz hier mit reinwerfen. Geschafft. Nochmal kurz googeln. Ich sagte doch, mach dir keine Sorgen. Hey Max! Ich hab das nämlich jetzt gerade nicht so ganz auf dem Schirm. Warte, ich komme. Wer da Publisher ist Krafton und Entwickler Striking Distance Studios. Okay, das sagt mir beides überhaupt nichts. Sorry, da habe ich gerade ein bisschen was überquatscht. Transportieren Sie Ladung aus dem Hangar. Freelancer haben wir hier selten. Mach nur meinen Job. Das ist mir klar. Alter, wie eiskalt der andere da auch ist, ne? Das ist mein erster Absturz. Wir wurden geändert von... Lass mich los! Hier! Mal halbe Kraft voraus, Frachtflieger. Sie machen Ihren Job, ich nur meinen. Ja? Jawohl. Wie Sie meinen. Nimm ihn mit. Hey, was soll das? Hey! Also im Augenblick raff ich noch gar nicht so richtig. Das ist alles, wie gesagt, optisch sieht's echt gut aus. Dafür, dass ich, also ich kenne den Publisher und auch den Entwickler null. So, manche Sachen hat man ja schon mal gehört, so zum Beispiel, wenn die Spiele von Sony kommen oder von Ubisoft oder Activision. Das Ding hier kenne ich überhaupt nicht. So, wie gesagt, das wurde dann beim Dings mal reingeworfen, bei der E3 so. Sah ganz geil aus und dann habe ich mir das direkt vorbestellt. Ne? So ein bisschen Dead Space mäßig oder so. Wie gesagt, hier auch so leicht Resident Evil mit einem Virusausbruch oder so. Es macht schon eigentlich ganz gut Bock auf mehr, als sich da mal so ein bisschen rein zu drücken in die ganze Story. Ruhe! Ist viel zu spät für den Scheiß. Okay, Gefangene reden nur, wenn sie gefragt werden. Hey, das ist ein Fehler. Ich heiße Jacob Lee. Ich bin kein Häftling. Du bist Häftling. 532-521. Und für dich bin ich... Captain Ferris. Nein, 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 nein. Ich bin Frachtpilot. Ich wurde angegriffen von ihr. Sie ließ uns abstürzen. Mein erster Offizier ist tot. Ist mir egal. Anweisung des Wardens. Oh. Spricht man vom Teufel? Entscheidungen. Ihre Entscheidungen haben sie hergebracht. An diesen Ort. Der einzige Ort, an den sie wirklich gehören. Um das zu finden, was ihnen gefehlt hat. Eine Bestimmung für ihr sinnloses Leben. Ich bin Warden Cole und wir werden es herausfinden. Willkommen in der Haftanstalt Black Iron. Der letzte Teil ist das Schönste. Macht mir immer Gänsehaut. So, Endstation. Steh auf. Häftlinge, das war ein direkter Befehl. Das ist falsch. Ich gehöre nicht hierher. Hör zu. Weißt du, dass man Callisto den Toten Mond nennt? Tot. Das wärst du jetzt auch, wenn ich dich nicht aus dem Wrack gefischt hätte.
Ich meine, verdammt, für alle anderen bist du praktisch tot. Es wird Zeit für etwas Neues. Denn du betrittst jetzt ein neues Königreich. Nein. Mein Königreich. Nein. Also, woran du auch immer festhältst, das ist dein altes Leben. Denn dein neues Leben liegt. Voll und ganz. In meiner Hand. Also erhebe dich, toter Mann. Okay, dir auch. Los geht's. Sie betreten nun die Haftanstalt Black Iron, eine Abteilung des UJC-Strafvollzugs. Ich habe eben übrigens noch mal kurz nachgegoogelt. Tatsache, es ist Josh Duhamel. Er sieht nicht nur so aus, er ist es tatsächlich. Ich muss sagen, in den Cutscenes sieht das Spiel eigentlich ganz gut aus, aber so zwischendrin wirkt es dann manchmal doch nicht so hübsch. Also als wenn sie hier auch so ein bisschen bluffen. Gemäß Artikel 412 der UJC-Strafvollzugsordnung wird Ihnen ein Core-Gerät eingesetzt. Doktor, er ist nicht im System. Wir wissen bereiten nicht... Bereiten Sie das Gerät vor. Gerät? Dieses Gerät? Sie sind doch an! Verdammt! Verdammt! Ja, und ich werde meine Pflichten auch gewissenhaft erfüllen. Halten Sie still, sonst machen Sie es nur schlimmer. Verflucht! Okay, Saw und gewisse andere Horrorfilme lassen grüßen. Aber das ist ganz smart, dass sie hier auf so einen bekannten Schauspieler dann gesetzt haben. Da hat man gleich so eine gute Identifikationsfigur. Finde ich ganz passend. Mir war doch gleich so. Call of Duty World War II, da war er auch dabei. Mir war die ganze Zeit so, hey, den kennst du doch nicht nur aus Transformers, den kennst du doch noch von irgendwo anders her. Und tatsächlich bei COD hat er auch mal mitgemacht. Und jetzt eben Callisto Protocol und diverse andere Filme, ne? Also ein bisschen was. Ja, aber das Bekannteste ist halt Transformers, ne? Safe Haven könnte man noch kennen, oder ja, Chips zum Beispiel, ja, und noch ein paar andere Sachen. Also ich kenne jetzt, wie gesagt, ich kenne ihn hauptsächlich aus Transformers, obwohl ich da auch irgendwann ausgestiegen bin. Ich weiß nicht, bei wie vielen Filmen er da mitgemischt hat. Das sind wir jetzt hier offensichtlich. Neuer Häftling. So ein bisschen Prison Break kommt jetzt hier offensichtlich mit rein. Joa, übersehe ich jetzt hier gerade was? Ach, hier unten. Oh Gott, jetzt sieht er ja ganz anders aus. Irgendwie erinnert er mich jetzt noch weniger an den Schauspieler. Dies ist keine Übung. Bewahren Sie Ruhe. Es gibt nichts zu befürchten. Also der Würfel da hat auch so ein bisschen an Escape Room oder so hieß der Film, glaube ich. Ne? Da mussten die auch irgendwie so was mit dem Würfel, glaube ich, als erstes lösen. Das nicht. Okay, und ab hier startet sozusagen im Prinzip das Spiel so ein bisschen in die richtige Einführung. Wir hatten jetzt viel Tutorial-Gedöns, dass wir einfach mal gelernt haben, okay, hier kann man sprinten und kann man hier in die Hocke gehen und so. Eigentlich typisches Spiel, wie ich es mir so vorstellen würde. Also das ist, glaube ich, genau meins, bloß das Genre nicht so ganz. Ja, hier können wir nicht durch. Das war einfach nur mal, um kurz reinzutesten. Also im Prinzip so Schlauchlevel ist ja mittlerweile wieder genau meins, ne? Also
Früher hat man dann immer so gedacht, ja, jetzt hätte ich hier gerne eine Open World oder so. Und irgendwann ist die Open World einfach zu krass. Ja, ja, ich bin da, alles cool. Irgendwann ist die Open World einfach zu open-worldig geworden und dann war Schlauchlevel wieder besser. Ich bin hier gelandet und als ich aufgewacht bin, war es so. Aber weißt du, du bist Pilot, oder? Ich bin schon mein halbes Leben hier drin. Ich kenne mich aus, ich habe einen Fluchtplan. Wenn du mir hier raushilfst, helfe ich dir, okay? Benutz das, um in den Kontrollraum auf der anderen Seite der Brücke zu kommen. Da kannst du meine Zelle öffnen. Ich bin Rhys Elias. Jacob. Nicht den Kopf verlieren, Jacob. Könnte dein Leben... Nicht den Kopf verlieren. Das ist... Ja, ich weiß auch nicht. Ich habe so leichte Arkham Asylum Vibes. Auch so ein bisschen so Batman Arkham Asylum. War ja auch ein bisschen mit Gefängnis im Prinzip. Also das Arkham Asylum halt. Und das habe ich damals sehr, sehr gerne gespielt. Gibt's ja auch auf dem Kanal. So, wo geht's hier am besten weiter? Da lang oder da hinten brennt's irgendwie? Ich werde einfach mal hier so ein bisschen von Ecke zu Ecke vortasten und gucken. Anscheinend muss ich da dann doch weiter. Dachte, hier hinten wäre dann Feierabend, aber vielleicht. Ja, läuft. Ja, das mit der Lebensanzeige hier hinten im Nacken so, das ist auch ganz clever gemacht. So, dann probieren wir hier mal das Ding zu knacken. Also sowas musste man zum Beispiel bei Arkham Asylum auch machen. Dann musstest du bloß eben die, also eine Frequenz sozusagen erkennen mit den beiden Triggern. Und hier schneidest du halt bloß so ein Kabel durch, ne? Aber so Atmosphäre ist schon geil. Schon doch. Wird wahrscheinlich ja nicht so gut auf Kanal jetzt hier ankommen. Resident Evil lässt ja auch zu wünschen übrig, also lässt zu wünschen übrig. Ich spiele es ja ganz gerne, aber also was wird immer auf dem Kanal nicht so. Oh Gott. Okay, also das ist schon so ein bisschen. Er lässt sich hier ganz gut Zeit, sag ich mal. Normalerweise, so wie ich hier die Tasten gerade drücke, würde ich, also bei Heavy Rain oder so, hätte ich schon längst verkackt. Oh. Aber eine gute Härte, muss man sagen. Das Kampfsystem, viele mögen das ja nicht, also ich finde, es macht Bock. Das ist natürlich bloß irgendwelche vorgegebenen Tasten drücken, ne, und viele mögen es ja eher, wenn du denn Kombos da, oh, oh, okay, das war nur für den Anfang, jetzt haben wir hier die Action im Prinzip. Bam. Okay, okay, okay. Also wenn ich mir das jetzt hier so angucke, dann habe ich Doom-Vibes. Okay, das ist echt nicht schlecht. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass sie dann wirklich so in dieses Splatter-mäßige reingehen. Also dass du so blutüberströmt im Endeffekt bist. Ja, war das jetzt im Prinzip schon alles, was wir machen sollten? Ja, also Zellen offen steht ja hier. Dann geht's am besten jetzt erstmal wieder zurück. Achso, hier haben wir noch ein bisschen die Ausweichmöglichkeiten im Prinzip nochmal erklärt. Das überspringe ich jetzt einfach mal so ein bisschen. Und dann werden wir erstmal, also man sieht jetzt hier auch auf dem Rücken bzw. im Nacken, dass wir ordentlich Schaden genommen haben. Wir sind schon im gelben Bereich. Ich werde jetzt erstmal wieder zurück. Genau, also da ist er schon wieder. Da war was, hat mich angegriffen. Und das war sicher kein Mensch. Was redest du? Ich weiß, was ich gesehen habe. Dieser Ort macht einen verrückt, aber das ist eine Chance. Was immer du gesehen hast, ist nur noch ein Grund abzuhauen. Siehst du den Wachturm? Ich wollte schon sagen, ihm muss doch auch auffallen, wie wir voller Blut sind. Wie? Der Aufzug ist da lang. Fahr hoch zur nächsten Ebene. Ich melde mich. Wo ist dieser? Da hinten oder was? Aber das ist auch so ein typisches Element, ne? Du hast halt da hinten, um Angriffe zu blocken. Okay, ja. Oh, na.
Das hat nicht funktioniert. Wir haben Schaden genommen. Ich habe da hinten gedrückt. Hey, das ist auch so ein bisschen... Okay. Okay, na gut. Muss ich an dieser Stelle das gleiche nochmal erwähnen wie bei Tekken und wie bei FIFA? Oder habe ich da genug abgerantet? Also ich bin kein Profi, ne? Wie man eben unschwer erkennen konnte. Uns wurde da das halbe Gesicht abgeschlagen, aber... Ich werde nochmal ganz kurz reingehen, glaube ich. Obwohl die Ladezeit jetzt auch ganz schön knackig ist. Ich denke mal, PlayStation 5 und PC und so wird die Ladezeit da ein bisschen weniger sein. Also wir werden hier an dieser Stelle einen Cut machen, würde ich sagen. Das ist eigentlich jetzt fast eine halbe Stunde. Wir werden hier mal so ein bisschen... Obwohl ich habe jetzt hier doch noch Bock ein bisschen. Warte, dem rasieren wir jetzt noch einen, komm. Komm. Und wie gesagt, schreibt in die Kommentare, ob ihr Bock habt, dann machen wir da auch gerne weiter. Also so eng sehe ich das natürlich nicht, ne? Also ihr könnt da gerne mitentscheiden, ob wir hier noch ein bisschen weiter reinzocken sollen. Es muss ja... Okay! Alter! Okay, an dieser Stelle mache ich jetzt meinen Cut. Wow! Das ist knackig. Ist das Spiel, das gucke ich jetzt nochmal schnell nach. Ist das Spiel... Oh, ja, das ist 18er. Okay. Na gut. So sah es halt auch aus, ne? Oh, hier stehen sogar die Meta-Wertungen schon. Für PS5 ist 74 von 100 und für Xbox One ist 73 von 100. Steht jedenfalls so bei Wikipedia. Alle anderen sind noch nicht beschrieben. Na gut. Das soll es erstmal gewesen sein. Also für privat habe ich da auf jeden Fall noch Bock drauf, ne? Und ich werde dem Typen hier auf jeden Fall nochmal ordentlich einen Scheitel ziehen, ne? Wenn ich mich ein bisschen besser darauf eingestellt habe, sozusagen. Das war nämlich ganz interessant. Also man hat jetzt gesehen, wenn du im gelben Bereich bist, dann darfst du noch einen abkriegen oder so und dann ist Game Over, ne? Also da muss ich mich nochmal ein bisschen genauer drauf fokussieren und dann werde ich den mal ordentlich einen Scheitel ziehen, ne? Ansonsten muss ich sagen, der Anfang hat Bock gemacht. Die Cutscenes sehen ganz gut aus. Im Game selber nachher wirkt es manchmal so, als wenn noch ein bisschen geschummelt wird, ne? Aber das kann natürlich auch daran liegen, dass es eben die PlayStation 4 Version ist, ne? Auf der PlayStation 5, auf dem PC sieht das Ganze wahrscheinlich deutlich nochmal besser aus. Und das für, wie gesagt, Entwickler, da gehe ich auch nochmal ganz kurz rein, die man hier nicht kennt. Okay, auf die Entwickler kann ich jetzt hier im deutschsprachigen Raum nicht klicken, aber auf die Publisher Krafton, nein, sitzt in Südkorea, aber auch eben jedenfalls beim deutschen Wikipedia nicht wirklich Spiele, wo man jetzt so sagen würde, okay, kennt man PUBG Battlegrounds, wenn ich das jetzt hier richtig lese, na, aber irgendwie, weiß ich nicht, dafür überrascht mich das gerade wirklich, weil das optisch und auch von der Spielmechanik und so, das ist echt nicht verkehrt, muss ich sagen. Also, wie gesagt, schreibt gerne in die Kommentare, ob wir noch ein bisschen weitermachen sollen. Ansonsten kann ich das Spiel bis jetzt eigentlich ganz gut empfehlen. Ich bin raus, hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei und bis dann sage ich einfach mal ciao.